Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind wieder zurück, haben das Öl gewechselt am Kang seinem Auto. Ich glaube, 1500 Baht haben wir bezahlt. Ja, das ist okay mit Filter, mit allem. So, und jetzt bleibt noch die Aircon, wie gesagt. Wir wollten jetzt schon mal essen gehen, aber der Kang ist noch nicht ganz fertig. Der ist noch am Rasenmähen und so, da gehen wir halt später. Und ja, jetzt schauen wir noch mal zu meiner Mankut, was die so treibt. Es geht ihr ein bisschen besser, also mal sehen, wenn wir Glück haben, kommt sie durch. Also mal sehen, was auch der Tierarzt sagt. Der kommt ja heute, aber erst gegen Abend. Aber es sieht schon mal gut aus, ne? Okay. So, Leute, herrliches Wetter heute. Die Sonne brennt ein bisschen zu stark, aber gut. Wahrscheinlich kommt dann Regen. Ist immer so, wenn das wirklich heiß ist und die Sonne brennt wie verrückt, dann kommt nachher ein kleiner Schauer. So, also das ist das Auto. Das funktioniert jetzt alles wunderbar. Bis auf die Klimaanlage, die noch gemacht werden muss. Aber das wird der Kang sich halt dann machen, wenn es soweit ist. Machen lassen. Ne? So, kurzer Blick in die Reisfelder. Hier vom Nachbar zu meinen gehe ich jetzt nicht mehr. Da wird der Reis wahrscheinlich auch schon langsam sprießen. Aber ja, das Wetter passt ja bis jetzt zumindest wunderbar. So, mit Aufräumen sind wir noch nicht ganz fertig. Wie man sieht, hier ist noch ein bisschen was los. Aber ansonsten sieht schon mal ganz gut aus. Wen haben wir da? Da geht meine Frau, die fährt zu Jailöt. So. Und ich werde jetzt mal schauen, was der Kang da treibt. Ach, man sieht ihn schon von hier. Der ist da am Grasmähen mit der Motorsense. Fleißig, der Junge. So, Leute, und hier, also die drei scheinen angewachsen zu sein. Man sieht es hier, wenn auch noch ein bisschen, ja, wenn sie auch noch ein bisschen vertrocknet aussehen. Also die hier in der Mitte war ja ganz, da habe ich gedacht, der ist 100% abgestorben. Aber man sieht, der blüht wieder. Ja, unser Namchok, ganz wohl auf. Der liebt es hier im Teich zu baden. Der geht immer wieder mal ins Wasser, überhaupt wenn es heiß ist. Ja, und hier das Gras. Also der Kang hat jede Menge Gras zu mähen hier. Aber gut, die Kühe sind im Gatter. Er hat sie nicht rausgelassen. Und dann mäht er immer Gras und füttert sie mit dem gemähten Gras. Das ist ja auch okay. Oh ja, wenn es gemäht ist, sieht schon ganz anders aus. Ne? Ist ein bisschen laut jetzt hier, aber inzwischen kann er schon ganz gut. Ne? Sag ja, der Rasen ist einfach gut hier. Nur muss halt gemäht werden und in der Trockenzeit auch ein bisschen Wasser immer wieder geben, dann passt's. Okay, wen haben wir denn da? Das ist unser Olive, der hält. Gestern bei der Impfung hat er fast den Tierarzt gebissen, da hat er eine Spritze gekriegt. So, hier ist schon gemäht, jetzt sehe ich, der hat da die Bänke weggenommen, weil die ein bisschen kaputt waren. Ne? Ja, da sind sie ja. Die muss man irgendwie ja nochmal reparieren lassen, irgendwas. Also man sieht, Leute, das ist alles auch noch drunter und drüber, jede Menge Arbeit hier. Ja, das Material hier ist gut, aber die Beine von beiden, klar. Aber gut, kann man machen.
Das hier muss man auch ein bisschen reparieren. Ja. Die Kühe sind, wie gesagt, im Gatter. Hier haben sie auch Gras, aber die kriegen noch zusätzlich frisches Gras da, ne? Dass der kann mäht. Oh ja, ich sehe, die Seirung hängt da irgendwie. Die muss ich dann gleich losmachen. Okay. Aber ansonsten, ja, gefällt mir. Das sieht schon ganz ordentlich aus hier. Erstmal rundherum. Klar, gibt es noch einiges zu tun. Hier der Müllhaufen muss auch weg. Den hat er jetzt mal angezündet mit dem Laub. Da muss auch aufgeräumt werden. Aber ja, sieht schon mal ganz gut aus. Das ist hier unser Nunchuck, der buddelt gerne. Ja, siehst du, überall buddelt er so seinen Platz, wo er sich dann hinlegt. Ja. Bin nicht unbedingt begeistert, aber was soll man da machen? Okay. So, mal sehen, was da der Seirung. Der hängt irgendwie da am Baum mit dem Ast. Ja, der Ast muss natürlich weg, sonst ist es nichts. Ja, der Sarung ist wieder frei. Die wollen jetzt natürlich raus, gehen gleich zum Tor. Geht aber nicht, weil die werden hier gefüttert. Gleich kommt der Kang mit dem frisch gemähten Gras. Ja, das ist auch okay. Sarung. So, Leute. Oh ja, jetzt weht ein etwas starker Wind. Das heißt, der Regen kommt gleich. Ich hab's geahnt. Aber gut, das ist jeden Tag. Regnet es ein-, zweimal, dreimal, je nachdem. Kleinere Schauer und das war's dann auch. So Leute, dann lassen wir den Kang weiterarbeiten und wenn er fertig ist, dann können wir erst später nach Surin fahren. Wir müssen halt unbedingt nach Surin fahren, um für das ganze Suppenzeug da einkaufen und so. Ja, man sieht, wie das geht. Ein bisschen gefährlich, wenn da Draht oder Nägel oder sonst was, denn das wird dann in der Gegend herumgeschleudert. Aber ansonsten, jedenfalls, wenn das Gras so hoch ist, ist es besser als mit dem Rasenmäher da. Da kommt man gar nicht mehr rein. So, Leute. Und ansonsten sieht alles gut aus hier, alles grün, alles wächst. Und mal sehen, wann wir Zeit haben, auch das mit dem Teich irgendwann zu erledigen oder bleibt es dieses Jahr halt noch so. Mal sehen, wie auch der Regen kommt und wie das aussieht mit den Reisfeldern. Wie gesagt, wenn bevor dem großen Regen noch eine Dürre kommt, können wir ja das Wasser hier aus dem Teich ganz abpumpen und in die Reisfelder. Und dann können wir auch die Fische alle rausholen. Das ist, wie gesagt, schauen wir mal. Unsere Mimi macht sich bemerkbar. Die will natürlich raus. Ja, und den Mangut wollte ich auch zeigen, Leute. Aber der ist jetzt gerade hinter dem Auto. Aber es geht ihm schon besser, ne? Mangut! Gudi! Komm her! Ja, wo ist er denn? Da ist er. Komm, Mangut! Ah ja, der ist ja schon. Also kein Vergleich zu gestern. Der Bauch ist aber immer noch ein bisschen dick. Und von daher schauen wir mal, ob das wirklich alles draußen ist, was der Tierarzt sagt. Aber so oder so, es muss ihm geholfen werden, ne?
unserer Mangkut. Wir leiten alles in die Wege, ne? Hudi. Schöner Hund, die Mangkut, ja. Aber wie gesagt, ist ein bisschen besser als gestern. Gestern hat es ja ganz, ganz übel ausgesehen. Ich habe gedacht, ich schaffe das nicht mehr. Heute ist sie schon, ja, man merkt, sie ist nicht ganz gesund, aber schon besser. Okay, Leute. Also man kann gar nicht so schnell mähen, wie das Gras wächst. Man sieht es hier. Da kommt man mit dem Rasenmäher jetzt auch nicht mehr richtig rein. Da muss jetzt die Motorsense her. Wahnsinn. So, da wir schon mal hier sind, gehen wir noch mal auf die Terrasse. Also hier zumindest hat er gemäht, der Kang, das sieht jetzt gut aus. Es sind noch verschiedene Dings da gepflanzt werden und umgetopft und ja. Also ich sage ja, die Arbeit geht nie aus. So, und hier schauen wir mal die Terrasse hier. Wie gesagt, die Sonne brennt. Jetzt um diese Zeit kann man da kaum sitzen, es sei denn mit Schirm oder irgendwie Schatten machen, dann passt es. Weil es weht immer auch ein kühles Lüftchen hier. So, nochmal die Aussicht zeigen hier von der Terrasse, ne? Also ich finde es richtig schön hier. Sieht jetzt die Reisfelder auch alle grün. So. Ja, Leute, ich finde das eine sehr schöne Gegend hier, mitten in den Reisfeldern. Also ich mag das. Ich wohne gerne hier, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und ja, aber wie gesagt, mal sehen, wie lange das noch. Erst Nachbarn werden mit Sicherheit kommen und irgendwann ihre Kartons hier bauen, ihre kleinen Häuschen. Aber ist ja auch okay so, ne? Das ist mein Lieblingsplatz, die Ecke. Und die Mimi winselt. Okay, gehen wir wieder runter. Mimi! Ich muss sie rauslassen. Ich hoffe, dass sie nicht wegläuft. Denn ich habe wirklich keine Lust, in den Reisfelder der Mimi hinterher zu rennen, um sie einzufangen. Komm, Mimi! Hi, du! So Leute, das ist ja unser Mangkut, der geht schon herum. Es geht ihm besser auf jeden Fall. Ihr Mangkut, ja. Ja, das sieht schon besser aus, ne? Jawohl. Aber gut, der Tierarzt muss trotzdem, muss das checken und ihr die Spritze geben. Checken, ob das wirklich alles gut gelaufen ist und dann eine Spritze, dass sie keine Infektion macht und so. Aber es sieht gut aus, also mich freut's. Kein Vergleich zu gestern. Allein der Bauch ist noch ein bisschen dick, das macht mir ein bisschen Sorgen, dass da nicht alles draußen ist, aber schauen wir mal. Okay, Leute. Na, unsere Mimi. Hey, Gestasi. Der Weiße darf nicht reingehen, trotzdem. Schubst du sie, Manchoka? Ja, Leute, und das war's dann auch schon wieder mal von mir für heute. Ja, euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.